Was? Wer? Ich? Wann? Wie viel? Das ist ja auch immer so ein geiles Ding, oder? Wenn irgendjemand fragt, so, gibt es Fragen bis hierher? Wir kennen das von der Schule, von der Uni oder von irgendwelchen Vorträgen. Aber man kann diese Frage ja auch mal in ganz anderen Situationen stellen. Zum Beispiel nach dem Sex. Gibt es Fragen bis hierher? Quatsch! Es gibt so viele tolle Fragen auf dieser Welt. Zum Beispiel, wie würden Stühle aussehen, wenn unsere Knie hinten wären? Oder was soll dieser ganze Unsinn in diesem Dieselskandal? Ich habe auch einen Diesel, älteres Modell, aber ich tanke nur noch Benzin. Und werde dann dafür von der gesamten Tankstellenbelegschaft sogar immer noch gelobt? Ey, Sie tanken super! Danke! Fragen, Fragen, Fragen. Bundestagswahl. Ich bin ja mal sehr gespannt, wer Bundeskanzlerin wird. Auch eine schöne Frage ist, wer hat das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz gesehen? Boah, ich habe fast auf den Stubentisch gekotzt. Ich meine, das war doch eine super Werbung für die Große Koalition. Dieses Duell hat mich total an einen Pornofilm erinnert. Da hat man ja auch immer die Hoffnung, dass am Ende geheiratet wird. So, gibt es Fragen bis hierher? Wenn ihr Fragen haben solltet, postet sie bitte hier unten in die Kommentarleiste rein. Und die werde ich dann mit meinen schwachen Kräften beantworten. Aber keine kritischen Fragen. Ich kann mit Kritik nicht umgehen. Was? Halt deine Fresse!